Hallo ihr Lieben, wir gehen jetzt raus. Wir sind voll eingepackt hier alles. Oh, es schneit sogar noch. Schau mal, Quentin. Quentin? Conny? Quentin? Oh ja, Quentin. Komm, komm. Können wir machen. Und falls ich das nicht. Oder? Das ist schön. Hast du das? Da. Ja. Hallo meine Hübschen, ich melde mich heute auch mal zu Wort. Wir haben uns jetzt fertig gemacht soweit. Die Lamia ist auch hier. Hallo. Hallo, wir sind im Kinderzimmer und der Schnee verwandelt sich gerade in Schneeregen. Eigentlich wollten wir später eventuell einer von uns beiden mit den Kindern ins Kino. Aber bei dem Wetter müssen wir mal gucken, ne? Wir wollten eigentlich nach Essen fahren, aber bei dem Wetter nach Essen, wollten wir so ein richtig großes Kino. Aber wahrscheinlich werden wir dann bei uns ins Kino gehen, das Kleine. Wenn überhaupt. So, meine Lieben, wir haben uns jetzt entschieden, nicht ins Kino zu gehen, weil es ein richtiges Schneechaos ist. Der Dominik hat mir gerade ein Stativ geholt, der war jetzt für einen Weg von 5 Minuten irgendwie 3-4 Stunden unterwegs. Und ja, das Video habe ich nicht gedreht, weil die Zeit dann jetzt zu knapp wurde dafür. Und ich wollte euch mal zeigen, ich habe ja heute Nacht die Rouladen angesetzt und da sind sie drin. Riecht auf jeden Fall lecker. Upsala. Sind auch schon soweit fertig gekocht und jetzt wärmt das einfach vor sich hin. Auf einer konstanten Temperatur wird es warm gehalten. Und wenn wir Hunger haben, dann mache ich einfach ein paar Kartoffeln noch, Gurkensalat. Und dann ist das unser Sonntagsessen. Bei so einem Wetter ist das, glaube ich, ganz okay. So, und jetzt werde ich meine Woche aufschreiben. Die Joanna war gerade mit Lamia draußen, die haben gespielt. Und Dominik ist mit dem Carlos oben, damit ich hier eigentlich ein Video drehen kann. Aber das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Dann ging hier auf einmal das Licht aus in dem Flur von der Lichterkette. Hat der oben einfach ausgestöpselt. Dann kam die Lamia rein. Und dann habe ich schon mal keinen Bock mehr gehabt. Ich habe gesagt, nee, dann nicht. Jetzt werde ich in meinem Kalender meine Woche planen, denn ich habe viele Termine diese Woche, unter anderem zwei, die nur für mich sind und die werde ich hier eintragen. Dann haben wir noch Elternsprechtag bei Joanna wegen weiterführenden Schule und da ist noch irgendwas da aber noch gewesen. Mal eben schauen, ob ich das schon eingetragen habe. Sport, dann Donnerstag habe ich Termin, Dienstag habe ich einen Termin, Montag ist Elternsprechtag und irgendwas war, genau, Freitag kriegen wir noch Besuch von einer Band. Hat aber noch nicht von welcher und wird bestimmt auch lustig. Dann irgendwas war aber noch, muss ich glaube ich auch in meinem Handy gucken. Der Dominik hat ja auch noch Termine in Termin eingetragen, in den Familienkalender. Und jetzt muss ich aber erstmal meinen Laptop hier aufladen, der ist nämlich komplett leer. Ja, und dann muss ich auch den Stoffroll noch hochladen. Genau, der kommt in den Stoffroll online anstatt einen Vlog, mal ein bisschen Abwechslung für euch. Und jetzt muss ich auch erstmal aufladen, der ist nämlich komplett leer, habe ich gestern Abend. Meine Lieben, die Bande, sag ich jetzt mal, sind alle draußen. Die Joanna hat Besuch von ihrer Cousine. Die sind alle draußen im Schnee und haben die Schlitten geschnappt und sind alle im Garten. Und der Quentin auch, der kann auch nicht einschlafen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein bisschen was. Und zwar wollte ich der Lamia ja ein Weihnachtskleid nähen. Und da hier drei Tage sind, habe ich mir gedacht, nähe ich ihr doch mal was aus meinem Altbestandstoff. Und zwar habe ich den hier mal vor ein, zwei Jahren gekauft und ich finde den, der ist auch richtig schön weihnachtlich, oder? So, der ist so dunkel, ganz, ganz dunkelblau mit goldenen, wer sind die? Vögel. Mit goldenen Vögel drauf und passend dazu habe ich den White Stripes von Mama Liebchen mit goldenen Stripes. Also das passt richtig gut. Hier ist alles zugeschnitten. Das ist nämlich das Ballonkleid von Lenibe Punkt, genau. Das habe ich mal für Joanna genäht. Ich habe mir das mal genäht. Und Lamia habe ich auch ein, zwei Stück genäht in Größe. Was war das? Ich glaube 74 habe ich immer zwei, drei Stück genäht. Die sahen total schön aus. Und jetzt für Weihnachten habe ich mir gedacht, nähe ich einmal das und das, was ich euch im Stoffvoll gezeigt habe. Und werde aber jetzt definitiv nicht runtergehen. Jetzt unten ist es so kalt. Ich habe
überlegt, ob ich das oben machen soll, eventuell heute Abend, mal schauen. Aber jetzt werde ich hier aufräumen, die Stoffreste sind hier auf dem Boden und das kommt jetzt erstmal alles weg. Ja, na, mir möchte einen Tee, also machen wir jetzt einen Tee. Was möchtest du? Ey, wow. Pass auf, das ist der Topf. Ja. Wir sind hier schon auf dem Topf getan. Was möchtest du denn zum Tee haben? Ein Kirsch. Ein was? Kirsch. Ein Kirschtee. Oho, okay. Dann kochen wir mal was, oder? Dann Äpfelgeschmack. Mit Äpfelgeschmack lieber. Ein Äpfeltee. Ja. Dann machen wir dir mal einen Äpfeltee. Okay. Riech mal. Riecht gut? Riech mal. Ja. Oh, das riecht aber fruchtig. Lecker, das ist so Erdbeer. Ja. Willst du so lange warten oder möchtest du zu Johanna gehen? So lange. Das dauert ja noch ein bisschen, ein paar Minuten. Aber nicht, dass sie selber den... Nein, ich passe ganz gut darauf auf. Du siehst ja, wenn die Johanna kommt. Dann rufe ich bei dir, damit das umkippt, okay? Okay. Das bleibt erstmal hier. Das ist ja noch nicht fertig. Möchtest du so lange warten? Ja. Ach so, okay. Dann warten wir hier zusammen, okay? Mhm. Gut. Meine Hübschen, die spielt ja mit 20 Uhr. Das Ding ist, dass wir haben nicht mehr gefilmt, weil die Johanna ja gebucht hatte und dann sind sie hier alle rumgelaufen. Und dann bin ich auf der Couch. Wir gucken Casey Neistat. Ich habe mein komplettes Kamera-Equipment jetzt irgendwie hier rausgeholt. Um zu gucken, ob ich vielleicht ein bisschen meine Videoqualität ein bisschen pumpen kann. Ja, mir kommt es vor, schon zu spät ist, weil für die Lamia pünktlich war das, ne? Halb sieben haben wir die Lamia und den Carlo ins Bett gebracht. Das heißt, der Carlo schläft das erste Mal oben. Und hier. Warum man sieht ja nicht so gut? Weil. Stellbettchen ist und dann kann man die Kamera nicht so richtig gut positionieren und ich will die nicht ins Bett stellen natürlich, aber wir hören den, falls der meckert, das hat er gerade gemacht, dann war ich oben, habe ich ihm die Hand gegeben, dass er sofort links wach ist, oh Gott, wenn ich ihm jetzt die Hand loslasse und er wird wieder wach, kann ich hier nie mehr weg. Der Carlos ist schon ein bisschen liebesverwöhnt, muss ich sagen, aber der ist sofort eingeschlafen und der macht jetzt aber keinen Mucks mehr. Und weil beide kleinen Kinder weg sind und die Johanna, die ist in dem Zimmer, die hier besucht, hat ja keine Arbeit gemacht, kommt an uns sofort. Jetzt sind wir jetzt schon anderthalb Stunden, sind wir jetzt hier ohne Kinder. Die Johanna ist jetzt auf dem Bett, die war müde, die hat sich jetzt gerade hingelegt. Und ja, können wir schon um 21 Uhr schlafen gehen. Ja, so sieht's aus. Ich werde jetzt hier mein Kamera-Equipment komplett mal so auseinander wuschen und ein bisschen googeln. Und eventuell filme ich morgen mal mit einer anderen Kamera. Ich wollte mich einmal fürs Zusehen bedanken. Gott sei Dank schneit es nicht mehr. Hier war gerade Sturmwarnung, hätte ich noch nicht gesagt, ne? Ja. Und Orkanwarnung sogar. Aber es regnet und es soll nicht frieren die Nacht, sondern 6 Grad. Das heißt, der ganze Schnee ist dann hoffentlich morgen weg. Und bei Johanna, die hat ja ein Flachdach, dann wäre es auch wichtig, dass der Schnee jetzt schmilzt und wegkommt. Denn sonst müsste sie vielleicht mal nach oben gehen oder den Schnee mal darunter schmeißen. Zum Ding da. Zum Schneeschieber runterschieben, genau. Aber es sieht gut aus. Sehr, 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 sehr windig. Aber der Schnee fängt an zu schmilzen, das ist schon mal gut. Und ich bin nicht so ein Schneefan, muss ich sagen. Gerade wenn man Auto fahren muss und so, finde ich das einfach, das sieht schön aus, gar keine Frage. Aber ja, ich bin kein Schneefan, ich bin auch keine Skiurlauber. Falls ihr aber Skiurlauber seid, könnt ihr uns mal unten in die Kommentare schreiben. Ich habe gehört, man muss einiges in den Koffer packen, wenn man die Schuhe abfährt. Und es soll sehr teuer sein, ne? Du brauchst ja einen Skipass für jeden Tag, die ganzen Skiklamotten und Skiunterwäsche. Und da musst du ja Sachen zum Wechseln haben und...
Ja, allein dieser Skiplatz soll ja so extrem teuer sein und dieser Liftpass oder ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Gar keinen Plan vom Skifahren. Könnt ihr was raus? Quentin? Ich habe übrigens, Quentin, gehst du mir jetzt bitte vom Teppich runter? Ich habe den Teppich übrigens hier mit Quentins Hundebürste aufgebürstet und der hat eine ganz andere Farbe bekommen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das sieht ganz anders aus. Seht ihr das? Als vorher. Also werde ich definitiv immer einmal die Woche den Teppich mit so einer, mit der Hundebürste, die habe ich natürlich voll sauber gemacht, und mit der Hundebürste richtig ausbürsten. Was da rauskam, das war ganz schön fies. Na gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen. Tschüss! Das auch tschüss! Tschüss!